Grüße euch zum neuen Wochenorakel für die Männer. Vom 9. bis zum 15. Februar 2015. Diesmal habe ich einmal den Fluorid ausgewählt. Für die erste Legung so schön mit grün, lila, der bunt schillernde Fluorid galt als steinernes Abbild des Regenbogens und sollte vor dunklen Mächten schützen. Für die zweite Legung habe ich mir das Tigerauge ausgewählt. Das Tigerauge steht für Weitblick und Wachsamkeit. Es vermittelt aber auch Geborgenheit und menschliche Wärme. Und für die dritte Legung den Zitrin. Er ist ein Symbol der Sonne und der von ihr gespendeten Lebensenergie. Er steht für Individualismus und Selbstsicherheit. Für später gibt es natürlich auch eine Frage, woher ich was überlegen könnt. Das stelle ich mal auf die Seite. Schön, ja, kommt mal wieder die Sonne raus. Der Frühling meldet sich so langsam und der Schnee taut. Und ja, bin doch ein bisschen geblendet. Vielleicht kommt noch im Laufe der Legung die Sonne auf die Karten zu. Okay, dann würde ich mit dem Fluorid beginnen. Schauen wir mal, was fürs Allgemeine in dieser Woche steht. Wow, das goldene Zeitalter, die Ganzwerdung. Die Karte verheißt den Beginn einer glücklichen Zeit und steht für die harmonische Verbindung von Körper, Geist und Seele. Gleichzeitig kann sie für ein erwachsendes Bewusstsein stehen oder erwachendes Bewusstsein stehen, das nun einen, vielleicht sogar den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur seelischen Reife machen darf. Dazu mag ebenso das Entdecken der eigenen unverwechselbaren Identität gehören, wie die Gewissheit, jenen Platz im Leben gefunden zu haben, wo wir uns geografisch wie seelisch-emotional geborgen und zu Hause fühlen. Dinge, die zuvor unvereinbar schienen, finden zueinander und können auf einer höheren Ebene Neues entstehen lassen. Boah, super. Schauen wir mal einen beruflichen Laufen, die Liebe. In diesem Bereich steht Laufen für positive und kreative Zusammenarbeit, die zum erwünschten Ziel führt, selbst wenn es zunächst nicht danach aussehen mag. Offenes, ehrliches Auftreten und das soziale Bestreben,
mit den eigenen Projekten immer auch der Gemeinschaft zu dienen, schaffen hierfür die notwendigen Voraussetzungen. Na toll, das ist richtig toll. Das Glückskind der Woche. Und jetzt schauen wir mal, was die Liebe dazu sagen möchte. Snotra, die Tugend. Oh, ein bisschen erkältet. Hier ist die jungfräuliche Schutzpatronin Anzeiger solcher Empfindungen wie Befremdlichkeit und Enttäuschung oder des Gefühls des Alleingelassenseins. Daraus resultiert mitunter äußerer wie innerer Rückzug aus der bösen Welt, der einer selbstgewählten Flucht in unser eigenes Seelengefängnis, in Klammerturm, gleichkommen kann. Ein verwundetes, enttäuschtes oder furchtsames Herz vermag seine Berührungsängste jedoch nicht zu überwinden, indem es weiter an der Unerreichbarkeit eines überzogenen Wunschdenkens festhält. Vertrauen in die Gegensetzmäßigkeit der Schöpfung und die Bereitschaft, den Dingen den benötigten Zeitraum für ein natürliches Wachstum zu geben, helfen jene Mauer zu überwinden, die sich oftmals über einen langen Zeitraum aus Schuldgefühlen, Versagensängste und einem zu hohen Selbsterwartungsdruck errichtet hat. Schauen wir mal, was die Liebeskarte dazu sagen möchte. Anerkennung. Setzen Sie bei Ihrem Partner bestimmte Dinge als selbstverständlich voraus? Wünschen Sie sich selbst mehr Wertschätzung von Ihrem Lebensgefährten für die alltäglichen Pflichten, die Sie klanglos verrichten? Diese Karte fordert Sie auf, einander mit Worten und Gesten klarzumachen, wie sehr Sie einander schätzen und anerkennen. Genau wie damals, als Sie beide sich kennenlernten. Offenbar ist es an der Zeit, einmal all das auszudrücken, was Sie aneinander mögen. Sie können das mit kleinen Gesten zeigen, eine Umarmung, ein Dankeschön für die Reparatur, ein winziges Geschenk. Übrigens wussten Sie, dass bei Anerkennung viele kleine Liebesbeweise mehr zählt als ein einzig großer. Von Herzen gemeinte Anerkennung ist außerdem eines der besten Heilmittel gegen negative Spannungen. Und ein Engel, der dich diese Woche begleitet. Juch, fällt er mir runter. Lazarus, die Erneuerung. Etwas völlig Neues drängt in Ihr Leben. Was immer es ist, bauen Sie auf Ihre Intuition. Spontane Entscheidungen aus dem Bauch heraus können Ihrem Leben eine völlig neue positive Richtung geben. Pessimistische Einwände, seien sie auch noch so logisch, führen Sie in die Irre. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl. Seien Sie offen und flexibel. Dann werden Ihre Pläne gefördert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, neue Erfahrungen zu machen. Sich auf ein Risiko einzulassen und achten Sie unbedingt auf kleine Zeichen. Der Rat, den Ihnen jemand ungefragt gibt, ein Buch, Artikel, Film, das Sie irgendwie berührt,
alles kann ein Wink oder ein Wegweiser des Schicksals sein. Aber gehen Sie nur durch Türen, die sich Ihnen leicht öffnen, und schlagen Sie nur die Richtung ein, bei der Sie ein gutes Gefühl haben. Mögliche Gefahr, zu versprechen, was Sie nicht halten können. Der Seiers hilft Ihnen, die Angst vor dem Neuen zu überwinden. Eine Nachricht kann wie eine Bombe einschlagen. Seien Sie offen für alles Neue und entscheiden Sie ganz intuitiv. Kommen wir zur zweiten Legung in dem Tigerauge. Schauen wir mal an, was uns allgemein die Karte sagen möchte. Aro, die Weisheit. Na, der Adler, der, egal ob Wälder oder Wüste, wo er drüber fliegen kann, das scheint auch so die, ja, schau dir das Leben mal aus der Vogelperspektive an. Und schau mal, wie die Menschen sich so verhalten im Allgemeinen. Ja. Wenn der A auftaucht, sollte man die Augen, aber auch alle anderen Sinne offen halten. Zumeist kommt er jedoch weniger als Warnung zu uns, sondern ist vielmehr ein Fingerzeig dafür, dass es Zeit wird, die Perspektive zu verändern und einen frischen Wind in unsere bisherigen Vorstellungen zu lassen. Für möglich ist uns ja der Blick fürs Wesentliche verloren gegangen und wir befinden uns in einer undurchsichtigen, da befangenen Lage. Schauen wir mal, was das Berufliche uns sagen möchte diese Woche. Oh, Hagen, der Verrat. Ja, da solltest du doch einiges prüfen. Die Karte kommt meist als Warnung. In der Geschäftswelt laufen wir Gefahr, Opfer von Betrug, Kollegen, Mobbing oder unlauteren Machenschaften zu werden. Ebenso ist von Geldspekulationen abzuraten. Okay. Die liebe Gunja, Durchsetzung. Ja, Gunja, der steht ja auch für die fünf Stäbe, ja. Es ist definitiv ein Kampf und ja, auch ein gewisses Konkurrenz, wo man mit Konkurrenz konkurrieren muss und wenn es hier speziell die Liebe betrifft und kommt man wahrscheinlich als Teamplayer weiter, ja? Weil fünf Stäbe, die haben so locker die Stäbe und hier steht der Pfeil ja auch nach oben. Ne? Also ist schon alles, steht alles in Flammen und aber er hat auch den Speer nach oben gerichtet. Und ist auch als Teamplayer zu verstehen, ja? Im Teamgeist kommt man manchmal weiter. Oh. In Begegnungen mit unseren Mitmenschen können erhöhte Spannungen auftauchen, die sich mit heftigen Wortgefechten bis hin zu körperlichen Tätlichkeiten entladen können und einen zwingen, Farbe zu bekennen. Die dabei entstehende Reibungswärme kann sich auf unangenehme Weise entladen
und durch Umstände zu seelischen wie psychischen Verletzungen führen. Ebenso aber heilsam von einem schon lang überfälligen Druck befreien, der beide Parteien aufs Neue zusammenschweißen kann. Wer hier schon zu lange geschwiegen hat, sollte jetzt aktiv werden und für seine Belange aufkommen. Noch eine Liebeskarte. Wünsche und Bedürfnisse. Ja, vielleicht hast du die auch so zu weit nach hinten gestellt und jetzt ist es auch mal an der Zeit, dass du da die haben möchtest, ja. Werden in ihrer Beziehung ihre wahren Sehnsüchte befriedigt? Diese Karte hat zwei Kernbotschaften. Die erste heißt, erkennen Sie, was Sie wollen oder brauchen. Die zweite lautet, bitten Sie darum, und zwar direkt und auf konstruktive Weise. Keine Angst. Es ist keiner Partnerschaft abträglich, Wünsche zu äußern. Im Gegenteil, wenn Sie nicht mitteilen, was Sie wollen, gefährden Sie Ihre Beziehung viel eher. Wichtig ist allerdings, dass Sie auch darauf achten, wie Sie sich ausdrücken. Klingt es wirklich wie eine Bitte oder ist es eher eine Forderung? Und denken Sie daran, Ihr Partner hat das Recht, Nein zu sagen. Aber wenn Sie niemals ein Bedürfnis eingestehen, hat er auch nicht die Chance, Ja zu sagen. Noch eine Engelkarte, die dich durch die Woche begleitet. Prinium, die Weisheit. Um den Anforderungen des Lebens jetzt gewachsen zu sein, braucht es tiefes Wissen um die Geschehnisse des Lebens. Beachten Sie bei allem, was Sie tun, dass Sie nichts erzwingen können. Unsicherheit und Sorge um die Zukunft verzögern oder verhindern die Erfüllung Ihrer Wünsche. Nur Sie werden erst Erfolg haben, wenn Sie Ihr Bestes gegeben haben, Ängste loslassen und der Zukunft vertrauen. Akzeptieren Sie, dass alles der Erfüllung Ihres Schicksals dient. Auch Rückschläge und Schmerz. Denn alles, was geschieht, entspringt der göttlichen Weisheit, hat einen tieferen Sinn. Bleiben Sie gelassen, haben Sie die größte Chance, dass sich Ihre Wünsche erfüllen. Auch weil Sie der Quelle Ihrer eigenen Weisheit besser lauschen können, Ihrer inneren Stimme. Mögliche Gefahr, sich ungeduldig und ehrgeizig überall einzumischen oder etwas erzwingen zu wollen. Prinium hilft Ihnen, die Gesetze des Lebens zu erkennen und Ihr Verhalten danach auszurichten. Tageskarte, ja, also für die Woche. Hören Sie auf den Rat kluger Freunde. Lehnen Sie sich nicht gegen eine Entscheidung auf. Kommen wir zur dritten Legung. Dem Zitrin. Schauen wir mal das Allgemeine. Ektrinier, der Wandel. Die Sonne geht auf und oh, da ist sein Blatt, der ist satt, ja. Er ist jetzt vom Weltenbaum und dem geht's eigentlich ganz gut. Ne? Scheint für die zwei Rehe, die hier im Hintergrund stehen, sich nicht so groß zu interessieren. Ja, so. Hauptsache, die könnten ja herkommen und mitessen. Ne? Und er lebt aber schon in Fülle. Ne?
Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen abschottet von anderen und dann doch, egal, was die da jetzt reden oder miteinander haben. Wenn Ecktrainier auftaucht, stehen immer Veränderungen bevor, obwohl diese da noch unbekannt, nicht selten als bedrückend empfunden werden. Sollten wir nicht vergessen, dass Abwechslung die Würze des Lebens ist. Das Akzeptieren dieser Veränderung sollte daher nicht Resignation hervorrufen, sondern Bejahung und Freude, um neue Dinge geschehen zu lassen, zu können, deren Wert wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermessen können. Sollten sich die Umstände zunächst auch verschlimmern, heißt die Devise durchhalten, da Kräfte auftauchen können, die einen zunächst prüfen wollen. Kurz, es ist Zeit für einen Wechsel, doch nicht Furcht sollte die Richtung weisen. Berufliche. Der Kampftür. Ja, einer der Götter. Also der fightet hier jetzt richtig los, ja. Der geht hier mit dem Schwert durch. Das Feuer, ne, ist wesentlich lebendiger wie. Hier, ne? Wenn bei der Befragung die Karte des Kriegsgottes auftaucht, stehen Auseinandersetzungen und zu überwindende Widerstände vor der Tür. Es gilt, sich eine geeignete Strategie zu erarbeiten, sich ausreichend zu wappnen und dann zuzuschlagen. Möglichst nicht physisch. Voller Einsatz und die kontinuierliche Erhöhung eines notwendigen Druckes verlangt den ganzen Mann bzw. die ganze Frau. Dem Mutigen gehört die Welt. Doch erobern oder verteidigen muss man sie sich schon selbst. Aber auch die fünf Stäbe, ne? Also so als Teamplayer wäre, man könnte es mal probieren. Ja. So Schlachtfeld, der Kampfring, der Wettkampfära, Versammlungsplatz. Vielleicht auch im Sportlichen? Ruhm, Tapferkeit, Mut, gerechter Sieg. Opferbereitschaft. Aggression, Gewalt, männliche Sexualenergie steht aber auch für Gerechtigkeit. Ne? Also immer aufbauen, wie viel, was liegt in der Waagschale, ja? Auch so gewisser Ausgleich. Und meistens kommt man im Team ja wesentlich weiter, wenn man ja ein Einzelkämpfer ist. Es kommt aber auch auf die Sportart drauf an. Okay, wenn du jetzt eher Fußballer bist, dann spielst du im Team, ja. Aber natürlich wirst du auch nach vorne preschen müssen, um je nachdem, welchen Platz du hast, den Ball nach vorne spielen, weil man will ja sein Ziel erreichen, ja. Und manchmal sind die Energien der anderen vielleicht nicht so geladen. Ja. Und wenn du da mutig vorwärts schreitest, ja, und dann ziehst du alle mit, ja. Du lädst praktisch deine Teamplayer auch mit Energie auf. Schauen wir mal, das zwischenmenschliche Beziehungen, zwischenmenschliche, das Reingold, der Glanz, ja.
Also strotzt ja wahrscheinlich nur so von Männlichkeit. Also ich finde schon, dass der Hirsch hier vor Männlichkeit nur so strotzt, ja. Und er ist sehr maskulin, hat ein wunderschönes Geweih, also er ist schon etwas reifer. Und war es auch so eine gewisse Rhetorik, ja, mir so wortgewandt in seiner Rhetorik und kann andere Menschen aufbauen. Auf dem Spielfeld der Gefühle und Leidenschaften laufen wir Gefahr, uns von Schönheit, Charme sowie äußerem Glanz blenden und fesseln zu lassen. Oder aber selbst diese goldene Ketten einem anderen anzulegen. Geld und Liebe sowie Sex und Macht standen und stehen schon immer in enger Beziehung zueinander. Wo aber Liebe nur im Umfeld finanzieller Sicherheit aufblüht, wird man bald bitter erkennen müssen, dass Geld alleine nicht glücklich macht und die Sehnsucht nach Macht, Sicherheit und Reichtum letztendlich jedes wirkliche Gefühl zu vergiften weiß. Okay. Dann habe ich auch für dich eine Liebeskarte. Haben wir hier Entdecken. Ich werde relativ oft gezogen, muss ich feststellen. Wie steht es um Ihre Neugier und Offenheit Ihrem Partner gegenüber? Die Karte Entdecken lädt Sie ein, das zu offenbaren, was Ihnen auf der Seele liegt. Vielleicht halten Sie bestimmte negative Gefühle zurück, um den anderen nicht zu beunruhigen oder um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Doch damit nimmt auch die Spontanität und Lebendigkeit innerhalb der Beziehung ab. Wir fühlen uns gelangweilt oder finden unseren Partner langweilig. Diese Karte will Ihnen Mut machen, Ihr Inneres selbst zu offenbaren. Es sollte in einem vertrauensvollen Rahmen geschehen, in dem Sie sich respektieren können. Wenn Sie einander offenbaren, was im Dunkeln verborgen war, werden Sie und Ihr Partner die Perlen finden, die in der Tiefe verborgen sind, und Sie entdecken, wie schön es sein kann, offen und verletzlich zu sein. Auch für dich gibt es eine Engelkarte für diese Woche. Velunia, die Wandlung. Krisenstimmung, überall Widerstände und Blockaden. Das Schicksal ruft sie zur Wandlung auf. Sie sollen ihr Handeln überdenken und eine Richtung einschlagen, die ihr seelisch-geistige Entwicklung fördert. Nehmen Sie Einschränkungen nicht in Kauf, erleiden Sie herbe Verluste. Sie sind aufgerufen, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und eine neue Sichtweise ihres Lebens zu gewinnen. Lernen Sie aus Ihren Fehlschlägen. Ihr Leiden ist die bittere Medizin, mit dem Ihr höheres Selbst, das fehlgeleitete Ich, heilt. Beschäftigen Sie sich endlich mit den Dingen, die Sie aus Bequemlichkeit oder Angst immer vor sich hergeschoben haben. Scheuen Sie sich nicht, eine Sache aufzugeben, die Ihnen über den Kopf zu wachsen droht. Mögliche Gefahr, Ihre Lage durch überstürzte Entscheidungen noch zu verschlimmern.
Melunia hilft ihnen durch die Krise und zu der Erkenntnis, dass Fehlschläge durch das Ausmerzen der Ursache, also eigenes Fehlverhalten, vermieden werden. Sperren Sie sich nicht gegen eine unbequeme Veränderung. Nichts mit Gewalt durchsetzen. Habe ich noch eine altchinesische Weisheit für euch? Setzt euch die Engel wieder drauf. Da haben wir Fu. Fu heißt nicht auch der eine Drache? Und im einen chinesischen Märchen auch Fu? Denke weitläufig, doch vergiss dabei nicht die Genauigkeit. Handle gewissenhaft. Doch vergiss die Nachsichtigkeit dabei nicht. Sie sind jetzt in einer Gemütslage, die umsichtiges Handeln erfordert. Sie sollten sich im Verzeihen üben, um dadurch ihre Ziele zu erreichen. Nicht alles muss nach ihren Wünschen und Plänen verlaufen. Andere haben das gleiche Recht. Bleiben Sie stets kompromissbereit und denken Sie nicht allzu sehr nach vorne. Denken Sie lieber in die Breite. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich sitze ja die ganze Zeit im Sonnenlicht. So langsam wandert's auch zu den Karten. Aber ich möchte den Bogen jetzt nicht unbedingt überspannen. Okay. Ich könnte noch eine Karte aus dem keltischen Baumorakel ziehen. Was haltet ihr davon? Also jeder, der noch dranbleiben möchte, also ich löse zuerst mal die Frage und jeden, der dir eine Karte noch interessiert, der kann dann gern noch ein bisschen dranbleiben. Okay, dann löse ich es auf. Mit diesem Engel haben wir das Nein. Der nächste, ich weiß es selber nicht. Gucken wir mal. Ach, guck, das ja, ist ja nicht süß, ja. Dann haben wir natürlich das vielleicht. Das finde ich sehr interessant. Ich habe ja gut, das ist ein bisschen schwierig geschrieben. Auf jeden Fall die Weißtanne gezogen. Die steht für hohe Ansichten und Weitsicht. Ja, der botanische Familiennamen der Weißtanne ist Abies. Und Abies stammt von dem lateinischen Verb abire. Das heißt fortgehen und bezieht sich auf die große Höhe oder Entfernung von der Erde, die diese hohen, schlanken Bäume erreichen können. Die Adam- und Eva-Bäume, ein paar Weißtannen, die vom Herzog von Grill Anfang des 17. Jahrhunderts gepflanzt wurden,
und bis vor kurzem noch standen, erreichten eine Höhe von bis zu 39 Metern. Weißtannen wachsen in Bergregionen hoch oben am Hang und überragen den übrigen Wald, während sie sich in die klare Luft emporstrecken, dem fernen blauen Himmel entgegen. Hier haben wir es also mit einem Baum zu tun, der über eine weite Entfernung zu blicken vermag. Bis zum fernen Horizont und darüber hinaus, weil er selbst so hoch gewachsen ist und in großer Bergshöhe noch gedeihen kann. Wenn Sie diese Karte ziehen, ist sie ein Hinweis auf weite Sicht, auf klares Sehvermögen in Bezug auf das, was jenseits ist und noch vor Ihnen liegt. Damit verbunden ist die Fähigkeit, von Ihrem Stand oder Verwurzelungspunkt aus weit zu blicken und die Zukunft vorauszusehen. Die Weißtanne ist auch der Baum der drei Brigitten, die mit drei Einklitzen oder Aspekten abgebildet werden. Dem der jungfräulichen Braut, gefeiert im Frühling, dem der Mutter, die dem Sommer regiert, und die Fruchtbarkeit, und schließlich dem des alten Weibes, der Wintermonate, ein kontinuierlicher Zyklus des Jahres. Sie ist auch Schmiedin, Heilerin und Seherin. Die Karte der Weißtanne zu ziehen, verleiht die Stärkung und Heilung, die sie aus ihren früheren und derzeitigen Leben lernten, die eine Quelle sein sollte, aus dem sie Einsicht und Wissen für ihre Zukunft erschöpfen können. Die silbrige Farbe der Weißtanne verbindet sie mit der Silberschnur, dem Symbol ihres Gewahrseins vom Fortschritt, den sie auf ihrer spirituellen Reise machen. Zuweilen werden sie intuitiv darauf eingestellt sein, ein anderes Mal jedoch wird es Verwirrung und Verzagtheit geben. Diese Karte kündet Fortschritt und klare Sicht an. Wenn die Karte umgekehrt erscheint, ist Ihr Blick getrübt. Sie müssen sich erheben und einen wohlbedachten Standpunkt einnehmen, bevor Sie weitere Schritte auf Ihrem Weg unternehmen. Interessant, was ich euch für diese Woche noch so mitgegeben habe. Wünsche euch eine schöne Woche.